Ja, hallo meine Lieben. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht allzu viel Zwischenräume lasse, weil dann immer die Hintergeräusche riesengroß werden bei der Kamera. Und ja, und andererseits ist es nicht so, dass gerade jetzt meine Stimmung so wäre, dass ich in einem Fluss da jetzt irgendwie durchreden kann und möchte, weil ich ja doch sehr nachdenklich bin gerade. Was ich natürlich immer wieder bin, ja, weil wir versuchen ja jetzt, denke ich, schon seit einer geraumen Zeit immer wieder trotz dieser widrigsten Umstände auf Betriebstemperatur zu kommen. Die Gedanken, die vielleicht nicht so angenehm sind, immer wieder wegzudrücken. Ja, und ich glaube, das machen wir alle irgendwo, egal ob wir jetzt da psychologisch, coachingmäßig, therapeutisch geschult sind oder einfach nur unseren logischen Hausverstand einfach benutzen. Ich denke, wir sind einfach in einer Situation, wo wir immer wieder versuchen, das gibt es ja nicht, das Leben muss doch weitergehen und uns immer wieder aufbäumen, aufstehen und ja, teilweise einfach auch gut rüberkommen, sage ich jetzt mal, wenn ich in die Natur gehe, wenn ich die Dinge mache, die mir gut tun, und das wird dann jeder von euch auch auf eine gewisse Art und Weise einfach auch machen. Und ja, jetzt trinke ich einfach mal so einen Kaffee, bin halt auch nicht wirklich für ein Video vorbereitet. Ich habe mein Lieblingsleiberl an, schaut aber ziemlich schleißig aus. Was ich recht lustig finde, dass viele Dinge, die, glaube ich, wir irrsinnig gern mögen, schleißig ausschauen. Also schleißig nicht in dem Sinn, dass es grauslich ist, sondern so halt schon gebraucht, dass man merkt, der oder diejenige hat das gern an. Man sieht das. Ja. Gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Ja, die Frage, die sich immer wieder stellt und die wir ja vom Kopf her wissen, Freiheit, ja, Freiheit. Das ist so dieses Ding, dieses höchste Gut, ja, das wir jetzt wirklich mal so da haben, wo wir wirklich merken, wow, Freiheit, das ist schon wichtig. Und das war für uns alle selbstverständlich. Ja. Wir kommen auf die Welt, wir können uns frei bewegen. Wir erkennen an und für sich da, wo wir gefangen sind. Ja. Ob das jetzt Arbeit ist, ob das ein sozialer Status ist, ob das schlicht und einfach nur das Geld ist, wo wir uns nicht alle Freiheiten gönnen können. Naja, diese Dinge, die kennen wir und die akzeptieren wir einfach auch, aber so, dass wir uns plötzlich nicht mehr bewegen können, dass ich einen Test brauche, um in ein Gasthaus zu gehen oder in sonst irgendein öffentliches Gebäude, dass ich einen Test brauche, um über Grenze zu kommen. Vorher ist man ja ohne Test auch nicht, also mit Test auch nicht rübergekommen. Also all diese Dinge, die wir nicht kennen, ja, so als selbstverständlich, die sind jetzt weg. Und da merken wir dann, was uns abgeht, weil wir einfach den Unterschied haben. Ja, den Unterschied von vorher zu nachher. Wie gesagt, diese Freiheiten, die wir nicht hatten, die von Geld abhängig sind, die von sozialen, gesellschaftlichen Status abhängig sind, die haben wir sowieso immer akzeptiert. Ja, gesellschaftlicher Status, wie dass ich einfach nicht bei jedem Bankett, was eine Regierung abhält oder sonst irgendwas, einfach reinkomme. Ja, dass ich nicht so einfach in einem Wiener, wie heißt der Schmarrn, Opernball teilnehmen kann. Also das meine ich. Aber das sind Sachen, mit denen sind wir aufgewachsen, das kennen wir und da haben wir eigentlich keinen Vergleich. Ja? Und wie gesagt, mit den Einschränkungen, die wir jetzt seit 1,5 Jahren haben, da haben wir alle einen Vergleich und deswegen macht es einen Unterschied und deswegen macht es einfach auch etwas mit jedem. Ja?
Und schlussendlich ist es das, denke ich mir, oder bin ich ziemlich überzeugt davon, dass uns am meisten wehtut. Ja, diese Differenz zu spüren, dieses von ich habe mich vorher an und für sich mit dem Zustand wohlgefühlt und jetzt ist das, das, das und das und das weg. Und das sorgt für eine große Disbalance und Disbalance sorgt immer für Schmerz, ja, für Unwohlsein, für ja, bis hin zu den schlimmsten Ausprägungen eines Suizids. Und das haben wir alle gemeinsam, nur gehen halt alle damit anders um, ja, mit diesem Verlust der Freiheit, ja, der Freiheit, so wie wir sie kannten. Ja, ich rede nicht von der absoluten Freiheit, das ist sowieso eine philosophische Frage, da müsste man tagelang diskutieren und kämen zu keinem Ergebnis. Aber diese Freiheit, die ein jeder für sich kannte und jetzt feststellen muss, das ist nicht mehr so wie vorher. Diese Freiheit spürt ein jeder. Das ist diese tatsächliche, spürbare, reale Freiheit oder dieser spürbare, reale Freiheitsverlust. Und dann haben wir nicht mehr das weg. Ja, dieses Gekannte. Und das tut weh, das tut bei vielen, vielen weh. Und die Frage ist einfach, wie kommen wir wieder dahin, um diese Disbalance wieder in einem guten Maß auszugleichen. Und jeder macht's jetzt einmal für sich. Ja, und da gibt's natürlich die vordergründigen Tendenzen, sage ich jetzt einmal, die einen, die sagen, ich mache alles mit, was jetzt die Regierungen alles sagen, ja, obwohl ich mittlerweile auch schon der Meinung bin, dass da einiges ein bisschen komisch läuft und nicht mehr so wirklich rund ist, was die alles so gesagt haben, mache ich es mit, damit ich sozusagen wieder meine alten Freiheiten bekomme. Ja, das ist nichts anderes als wie ein verständlicher Wunsch. Diese Disbalance, dieses Unwohlsein, dieses Unstimmigsein in einem wieder auf gerade zu bringen, auf eben zu bringen, den alten Zustand wieder herzustellen, sich impfen zu lassen, trotz der Risiken, ja, ist der augenblickliche Zustand der Disbalance auslöst dringlicher für die Menschen als wie die sogenannte Gefahr, die durch eine Impfung irgendwann einmal entstehen könnte. Also die jetzige Disbalance ist jetzt spürbar und deswegen gehen viele Menschen das Risiko ein, dass eine Impfung gewaltige Schäden mit sich ziehen kann, genauso wie eine Kollegin zu mir gesagt hat, naja, sie weiß, sie hat von dem Risiko gehört, dass man eventuell keine Kinder mehr bekommen kann, aber das Risiko geht sie ein. Das heißt, es ist ihr im Augenblick einfach näher, die jetzige Disbalance, die ich jetzt vorher schon beschrieben habe, wieder herzustellen. Ja, also der Schmerz, der jetzt im Jetzt spürbar ist, ist einfach dringlicher. Ja, und bei der anderen Gruppe gibt es ja auch, ne, zu der zähle ich mich auch, die sagt, nö, also das Risiko, mich impfen zu lassen, das gehe ich nicht ein. Ja. Ich sehe ja, was passiert. Ja. Die Risiken sind mir zu steil. Ja. Ich bin auch nicht der Testpilot für die Wissenschaft, für die Pharmaindustrie. Es ist ein Experiment, das wissen wir alle. Und da ist bei mir sozusagen die Schmerzgrenze. Ja, da sage ich Stopp. Ja. Da sage ich jetzt einfach Stopp. Und ich sage nicht deswegen Stopp, weil ich jetzt mich schlauer finde oder weil ich Dinge sehe, die andere nicht wahrnehmen, sondern weil da bei mir jetzt die Schmerzgrenze spürbar ist. Ja. Weil da jetzt es einen Unterschied ausmacht. Ja, weil ich vorher immer schon so war, dass ich selbstverantwortlich, also selber auf meine Gesundheit geschaut habe. Ich sage nicht, dass das immer das Beste ist. Also ich habe vermieden, zum Arzt zu gehen. Ich bin über 10 Jahre nicht mehr beim Arzt gewesen. Habe selber drauf geschaut, dass ich fit bleibe. Und habe natürlich vieles gemacht dazu. Viele, die mich kennen, wissen das.
Und es ist bisher gut gegangen. Ich war in 10 Jahren nicht einmal im Krankenstand. Natürlich hätte ich öfter mal gehen können, so einen Schnupfen habe ich einmal gehabt. Ja. Habe mich einmal müde gefühlt, aber ich bin halt nicht zum Arzt gegangen. Ja. Das ist halt dann der Nachteil, wenn man nicht zum Arzt geht, kann man sich nicht krank schreiben lassen. Und wie gesagt, da ist bei mir die Freiheit spürbarer, als nicht mehr auf Urlaub fahren zu können. Und das ist bei mir und bei vielen anderen der Unterschied. Da ist sozusagen der Schmerz jetzt da, weil ich hier diesen Unterschied festmache von, ich musste vorher nicht zum Arzt gehen, um, aus was für einem Grund auch immer, ich musste einfach nicht zum Arzt gehen, egal ob ich mich krank fühlte oder nicht. Es war keiner da, der gesagt hat, du musst jetzt zum Arzt gehen, weil du schaust krank aus oder du hast einen Schnupfen oder du könntest ja Krebs haben. Nein, das musste ich alles nicht und das habe ich auch nicht getan. Ja, das habe ich einfach auch nicht getan. Ich hatte halt auch meine Gründe. Ja, es ist ja nicht so, dass ich nie zum Arzt gegangen bin, sondern ich bin sehr wohl auch früher zum Arzt gegangen und bin irgendwann einmal zum Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, da geht es nicht unbedingt um Gesundheit. Aber wie gesagt, da ist halt meine Schmerzgrenze, weil jetzt spürbar ist, dass ich diese Freiheit nicht mehr habe. Also mein Freiheitsbewusstsein ist jetzt spürbar dadurch, dass ich nicht mehr selbst entscheiden kann, ob ich zum Arzt gehe. Und für mich selbst sozusagen aussuche, ob ich jetzt zu Hause bleibe oder was ich dafür oder dagegen mache. Ja? Und da ist bei mir die Schmerzgrenze, das ist bei mir der Punkt. Ja? Wahrscheinlich bei vielen anderen auch, die haben ein anderes, da ist ein anderes Schmerzempfinden da, aber bei den meisten oder bei ganz vielen ist es halt so, die wollen halt so ganz nonchalant, sage ich jetzt mal, ja, diese Freiheiten wieder zurück, shoppen gehen, ins Gasthaus gehen, schnell mal auf einen Urlaub fahren oder dieses und jenes zu machen. Das sind Sachen, die sind bei mir nicht ganz so wichtig. Ja, also ich würde mich nie testen lassen, um shoppen zu gehen. Ich bin ja vorher auch nicht shoppen gegangen. Ja, also da habe ich keinen Schmerz, wenn ich nicht shoppen gehen kann. Ich bin ganz selten ins Restaurant essen gegangen. Auch da habe ich kein Schmerzempfinden, weil mir das grundsätzlich nicht abgeht. Ja? Und manche werden sich denken, ja, einkaufen, das ist ja nicht so tragisch. Naja, das ist schon tragisch, wenn man bedenkt, dass in Österreich offiziell an die 600.000-700.000 Menschen gibt, die kaufsüchtig sind. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wir müssen einmal ein bisschen in die Richtung kommen, ob das Ganze nicht auch was mit massiver Abhängigkeit zu tun hat. Also nicht nur mit einer normalen Abhängigkeit, dass wir was essen und trinken müssen, sondern von diesen Abhängigkeiten. Und wenn wir das am Beispiel von der Kaufsucht sehen, also wie gesagt, Österreich hat noch nicht ganz 9 Millionen Einwohner und davon sind 600.000 bis 700.000 offiziell kaufsüchtig. Ich sage offiziell und wenn jemand offiziell kaufsüchtig gelten muss, also offiziell als süchtig gilt, dann ist da schon ganz viel passiert und dann ist jemand wirklich kaufsüchtig. Also nicht nur, naja, ich kann ohne Shoppen nicht leben, sondern Sucht hat ganz klare Kriterien. Ja. Also da ist es dann wirklich so, dass die einkaufen und kaum haben sie die Sachen zu Hause, werden sie verräumt und werden ihnen angezogen, weil es nur um den Kick geht, um das augenblickliche Kauferlebnis und nicht, weil ich dann was zum Anziehen habe. So jetzt einmal ganz schnell. Und das ist, glaube ich, was Entscheidendes. Wenn dann Menschen sagen, okay, ich lasse mich jetzt testen und ich lasse mich impfen, weil ich will wieder einkaufen gehen und ich will wieder Urlaub machen und ich will, wie gesagt, in ein Restaurant gehen, also viel mehr fällt mir da eh schon wieder nicht mehr ein. Ich will zum Friseur gehen. Ja. Auch der Friseur ist sowas. Ja. Es gibt zwar Friseursucht, habe ich noch nie gehört, aber ich habe auch noch nie gehört, dass es eine TV-Fernsehsucht gibt, obwohl sicher Millionen von Österreichern und noch viel mehr Deutschen
es ohne Fernsehen nicht aushalten würden und wahrscheinlich Entzugssymptome bekommen würden, wenn die plötzlich nicht mehr fernsehen könnten. Und beim Friseur, das sind alles Punkte, Einkaufen, Friseur gehen, die sind für eine große Schicht der Menschen unglaublich wichtig. Also wie gesagt, ein Beispiel des Einkaufens und des Shoppens. Und beim Shoppen bin ich mir sicher, dass Menschen, die wirklich abhängig sind, die müssen nicht süchtig sein, aber abhängig vom Shoppen, vom Einkaufserlebnis, weil dadurch, wenn sie es nicht können, sie sich massiv unwohl fühlen. Also da von diesen offiziellen 700.000 sicher das Doppelte, wenn nicht vielleicht das Dreifache ist. Also das ist sehr einschneidend. Und eins weiß ich auch, dass Menschen unglaublich gern zu Friseur gehen und dass der Friseur unglaublich wichtig ist. Mittlerweile nicht mehr nur für Frauen. Das heißt, die bekommen auch alle Umstände und Zustände, wenn sie nicht zum Friseur gehen können. Also das sind zwei Dinge, die einen Großteil der Menschen unglaublich triggern mit Abhängigkeit, die sie natürlich für sich als solche nicht wahrnehmen wollen, weil das auch Dinge sind, die bei uns ja in der Gesellschaft normal sind. Shoppen gehen ist ja normal und natürlich ist Friseur gehen auch normal. Und es ist halt auch so der Unterschied, wo bei vielen Dingen ein Unterschied gemacht wird. Ja, von Drogen abhängig zu sein, das ist was Unnormales. Das ist bei uns einfach nicht gewünscht. Ja? Bei Alkohol ist schon immer ganz so tragisch. Ja, das ist nicht ganz so böse, ja, weil das viele machen. Ja, und dann ist es zum Beispiel wie beim Fernsehschauen. Na, wie gesagt, wenn man das wirklich einmal wissenschaftlich ergründen würde, dann würde man draufkommen, dass wahrscheinlich 4 Millionen Österreicher TV- und Fernsehabhängig sind. Das heißt, die würden Entzugssymptome bekommen, die würden unruhig werden, wenn die einmal 3 Wochen keinen Fernseher haben. Ja? Aber das macht man nicht, weil man weiß, na, da würde man ja plötzlich halb Österreich sozusagen abhängig machen. Und da müsste man halb Österreich in Quarantäne stellen, weil ja 4 Millionen Österreicher fernsehabhängig sind. Und deswegen macht man das nicht. Und trotzdem sind die Menschen davon abhängig, auch wenn es offiziell keine Fernsehsucht gibt. Und so ist es. Es gibt offiziell eine Kaufsucht, aber das sind so Sachen, die werden trotzdem nicht wirklich groß auf die Tafel geschrieben, weil, wie gesagt, es sind einfach ganz viele. Ja, und diese Punkte, wie gesagt, das sind eigentlich Schmerzpunkte für die Menschen, wenn die das nicht mehr tun können. Und deshalb lechzen wahnsinnig viele danach, eben alles über sich ergehen zu lassen, nur um wieder shoppen zu können, ins Restaurant gehen zu können, ein paar Veranstaltungen sehen zu können, auf ihren unglaublich wichtigen Urlaub in Kroatien oder in Italien fahren oder nach Mallorca fahren zu können, weil sie abhängig sind von diesen Dingen. Ich brauche das, weil sonst heult das nicht mehr aus in der Arbeit. Obwohl dann der Urlaub vielleicht eh bei vielen eher negativ verläuft. Ja. Aber diese Vorstellung, ich brauche jetzt dann 2-3 Wochen Urlaub, damit ich das da wieder halbwegs aushalte. Ja. Und das sind einfach Dinge, die viele Menschen dazu bringen, sich testen und auch impfen zu lassen, obwohl sie wissen, dass das Ganze nicht mehr koscher ist, dass das Ganze ein Risiko hat. Obwohl viele auch schon wissen, dass hier mit unseren Grundrechten, mit unseren Freiheitsrechten mehr als nur gespielt wird und dass hier einiges im Wandel ist, das die meisten eigentlich nicht möchten. Und trotzdem geben sie Zugeständnis, weil hier Abhängigkeiten im Spiel sind. Und wie gesagt, bei den anderen, die so ähnlich drauf sind wie ich, da gibt es andere Schmerzpunkte, wo wir sagen, nein, das tue ich nicht, weil ich einfach da einen Schmerz verspüre, wenn ich merke, ich kann nicht mehr selbst entscheiden, ob ich jetzt gesund oder krank bin. Ich kann nicht mehr selbst entscheiden, welche Medikamente ich für mich nehme. Ich kann nicht mehr selbst entscheiden, ob ich bei einer Krebskrankheit Chemotherapie nehme oder nicht. Ja, das ist ja alles da irgendwie schon langsam zu befürchten, ja, dass man dann immer wirklich freie Entscheidung hat, sondern alles im Sinne der Solidarität, ja, oder alles im Sinne, wir wollen ja nur das Beste für dich, dann plötzlich, dass alles über einen drüber gestülpt wird, und das ist mein Schmerzpunkt.
Das tut viel weher als nicht auf Urlaub fahren zu können. Noch viel mehr weh als nicht einkaufen zu gehen zu können oder shoppen zu gehen, besser gesagt, oder zum Friseur zu gehen. Ja, beim Friseur muss man eh lachen. Okay. Ja, und da ist einfach auch natürlich eine Chance drinnen, das neu für sich zu erfahren und da hineinzuschauen, ja, nicht nur anderen zu empfehlen und zu sagen, hier, schau dir doch einmal das an, du gibst sozusagen deine Freiheit für Shoppen, für Restaurant und für Kurzurlaube auf, ja. Von mir aus auch für deinen Job. Das ist sowieso der größte Schmerzpunkt für ganz viele. Die Arbeit, der Job, wo sie lieber auch noch das Risiko in Kauf nehmen, durch eine Impfung krank zu werden, schwer krank zu werden oder manche sogar sterben. Ja, der Job ist sowieso das, wo man weiß, dass die meisten Menschen da den größten Bammel haben und den größten Schmerz haben. Ja. Und da ist einfach aber auch die Chance auf Heilung drinnen, die Chance, wieder frei zu werden, und zwar von innen raus frei zu werden, weil wir ja jetzt einfach auch sehen, und das, da wollte ich eigentlich hin, ja, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, warum ich dieses Video jetzt einfach machen wollte, weil uns diese Freiheit von außen zeigt hat, dass wir uns auf sie nicht verlassen können. Wir können uns nicht darauf verlassen, jederzeit ins Ausland zu kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, jederzeit wohin zu gehen, wo ich möchte. Ich kann mich nicht darauf verlassen, mich selbst als krank oder als gesund einzustufen. Ich kann mir vielleicht auch nicht darauf verlassen, womit ich sozusagen feststelle, ob ich krank oder gesund bin. Ich kann mich nicht einmal mehr darauf verlassen, dass ein Arzt sagt, ich bin krank oder gesund, sondern im Augenblick weiß ich nur noch, dass ein Test, der auf einen Virus testet, also offiziell auf einen Virus testet, von dem positiven oder negativen Ergebnis ich abhängig bin, ob ich sozusagen gesellschaftsfähig bin, ob ich sozusagen einen Freiausgang bekomme. Das ist es, was mein Selbstbild und aller unser Selbstbild komplett ja durcheinander geschmissen hat, komplett. Und das merken wir jetzt, dass wir uns auf das nicht verlassen können, dass das nicht in Stein gemeißelte Dinge sind, die immer so sein müssen, sondern es ist ganz einfach gegangen, dass das alles für uns alle plötzlich nicht mehr gilt. Das, was für uns in Stein gemeißelt war, jederzeit rausgehen zu können, jederzeit das Recht auf Arbeit, ja, dass diese sogenannten Rechte, Grundrechte, Verfassungsrechte oder Verfassungsgesetze, dass die plötzlich nichts mehr gelten können. Und das ist natürlich auch das, was man da sagen muss. Alles, was als Recht ausgesprochen wird, braucht natürlich auch jemand, der dieses Recht bestimmt. Und allein in dem muss man natürlich auch klar sagen, ist die potenzielle Gefahr, dass dann jemand kommt, der sagt, okay, dieses Recht setze ich jetzt einfach mal außer Kraft, weil, wie gesagt, ein Recht muss von jemandem ausgesprochen werden. Natürlich gibt es viele Mechanismen, die dafür sorgen, dass das nicht so einfach funktioniert, aber schlussendlich sehen wir, kann man, wenn man das ausgeklügelt macht, diese Rechte aushebeln. Und wie gesagt, wir merken jetzt einfach, wir können uns auf diese Dinge, die für uns selbstverständlich waren, wie eben, dass man sagt, das ist eigentlich natürlich ein Geburtsrecht, sind Geburtsrechte, die Würde des Menschen, sind sie offensichtlich nicht, weil sonst könnte man sie nicht einfach so aushebeln. Aber wie gesagt, es geht um das zu merken, dass diese Freiheit plötzlich weg ist. Für uns alle. Und das ist der Punkt, da können wir reingehen, da können wir schauen, hey, hallo, wow,
Mein Verständnis von Freiheit und von Wohlfühlen und von Leben ist plötzlich auf den Kopf gestellt, komplett. Was kann ich machen, damit sozusagen meine Souveränität, die ich ja vorher geglaubt habe, die in Rechten verankert ist, die ja weg ist, die Souveränität ist weg. Diese Rechte wurden ausgehebelt, wie gesagt, und wir haben ja alle geglaubt, diese Souveränität ist in diesen Rechten verankert, sind futsch. Ja, natürlich sind sie verankert, aber wie gesagt, es gibt immer da, wo ein Recht wo es ein Recht gibt, ist auch jemand, der dieses Recht irgendwann mal ausgesprochen hat und der darüber wacht. Und das ist eine Illusion, eben diese Souveränität für uns gewesen, offensichtlich, weil sie jetzt weg ist. Und die Frage ist jetzt zu schauen, wo ist die Souveränität, die mir keiner wegnehmen kann. Und um das geht es auch schlussendlich. Das ist nur eh das wahre Glück. Das ist dann das, wo nicht jemand kommen kann und sagen, so, ich nehme dir das weg, ich nehme dir jetzt das Recht einfach mal weg. Egal aus welchen Gründen. Ja. Und ich denke, manche werden diese Sehnsucht jetzt schon spüren, dass sie sozusagen ihr eigenes Glück auf ihrer eigenen Souveränität aufbauen oder spüren wollen. Und das ist der Punkt, ja, das uns natürlich zeigt, wow, da wo ich glaubt habe, da bin ich souverän, da bin ich mein eigener Herr, das war eine Täuschung. Das war eine Täuschung, Punkt. Es war einfach eine Täuschung. Ist so. Unsere geglaubte Souveränität, unsere geglaubte Selbstverantwortung, immer selbst entscheiden zu können, ist eine Täuschung. Fakt. Egal. Und jetzt zu schauen, okay, wo kann ich wirklich für mich souverän werden? Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt einfach haben. Wenn du willst, wenn du es nicht willst, dann bleibst du einfach weiter auf diesem Boden, bleibst weiter auf der Abhängigkeit von jemandem, der jederzeit einfach wieder alles ändert, wie er es will oder wie er es braucht. Ja? Dann bleibst du ewig in dieser Abhängigkeit drin. Und wenn du das nicht mehr willst, dann hast du die Chance und die Möglichkeit, deine eigene Souveränität zu entdecken, wo die ist. Ja? Das ist natürlich eine harte Partie. Das Risiko einzugehen, seinen Job zu verlieren und damit zu schauen, was kann ich machen. Weil natürlich ist, wenn ich sage, okay, gut, ich schaue, dass ich was mache, wo man keiner mehr reinrennen kann, das ist schwierig. Ja? Weil, auch wenn ich sage, ich mache mich selbstständig, kann es sein, dass jemand daherkommt und sagt, du kannst nur mal dieses Gewerbe anmelden, wenn du geimpft bist. Ja? Also mittlerweile muss man ja mit allem rechnen, ist so. Ja? Also dann ist auch das weg, diese Möglichkeit. Also nur von unselbstständig selbstständig zu werden, ist ein Risiko, nach wie vor. Also da zu schauen, wo kann man souverän bleiben werden. Ja? Also wo einer nicht einfach die Rechte wegnimmt, die man hat. Und ich sage es euch ehrlich, ich habe jetzt kein Patentrezept, also ich kann euch das jetzt nicht Punkt für Punkt, ne, so wie sehr, sehr oft in Videos gemacht wird, ich zeige dir in 10 Schritten, wie du souverän wirst. Ja, das kann ich jetzt nicht, weil ich glaube, das kann keiner bisher, so wirklich. Vielleicht ganz wenige, ja, die woanders schweben, ja. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht wirklich wer kann, dass er sagen kann, ich bin wirklich so souverän, dass nicht einfach irgendjemand daherkommt und sagt, so, jetzt ist Schluss. Auch die Menschen, die jetzt finanziell unabhängig sind, die ein Haus haben, zwei Häuser haben, 5 Autos und ein paar hunderttausend Euro auf der Seite oder von mir sagen Millionen, genau, denen kann es genauso passieren. Ja. Mega-Inflation, Kohle ist weg, ist nichts mehr wert. Es kommt jemand, der vertreibt, die kennen wir alles. Also das ist alles schlussendlich nicht wirklich Sicherheit. Um wirklich souverän zu sein. Also passieren kann es an jedem und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass es da gar kein Patentrezept noch von irgendjemand geben kann. Weil wir einfach jetzt in der Zeit erst sind,
wo sozusagen wirklich allen das Licht aufgeht. Ja, und ich glaube, Menschen, die 5 Jahre vorher schon gewisse Dinge gedacht haben, dass die schlussendlich das auch nicht geglaubt hätten, dass das so sein wird. Ja. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wir jetzt in der Zeit sind, wo uns allen erst das Licht aufgeht, dass diese Souveränität, die wir bisher hatten, sehr abhängig von etwas anderem ist. Und der Punkt eben, wie gesagt, ist jetzt zu erforschen, zu schauen, wo die Souveränität ist, die man keiner wegnehmen kann. Und meine Ahnung ist schon, das hat schon damit zu tun, den Tod als Leben zu akzeptieren, weil schlussendlich haben wir alle Angst. Ja, wir haben ja alle Angst, warum wir diese Abhängigkeit nicht aufgeben. Ja, wir haben ja alle Angst, den Job zu verlieren und dann kein Geld mehr zu haben und dann nicht mehr leben zu können oder nicht mehr den Status zu haben, bis hin, dass wir es nicht überleben. Ja, weil viele Menschen haben ja nicht wirklich was, die leben ja von einem Lohn zum nächsten, sage ich jetzt einmal, und wenn der weg ist, dann passiert da was, was sich noch keiner vorstellen kann. Und da ist Angst dahinter und da ist natürlich die Angst vor dem Untergang dahinter. Und glaubt das, Leute, ich habe einmal in meinem Leben diese Situation gehabt, die mir eingefahren ist, also richtig eingefahren, ohne dass ich lange darüber nachdenken haben müssen, wo eine Situation, die plötzlich entstehen hätte können, mir ganz deutlich gezeigt hat, ich stirbe, wenn das so passiert. Und da ist dann schlussendlich hinter jeder Angst, ist die Angst vor dem Tod, die uns unfrei macht. Das ist auf jeden Fall meine Ahnung, die ich dazu habe, die Angst vor dem Tod, die uns einfach schlussendlich unglaublich unfrei macht und uns lieber in Abhängigkeit begibt, weil wir Angst haben und weil wir glauben, wenn wir in dieser Abhängigkeit drinnen bleiben, dann geht es uns besser. Das kann sein, das wird also sein, dass sozusagen die Illusion der sogenannten Souveränität aufrechterhalten wird und wir uns lange besser fühlen. Ja. Für Menschen, die vielleicht seit einer Zeit lang schon das Gefühl haben, na, irgendwas passt in meinem Leben nicht, auch wenn ich Geld habe, auch wenn ich das und das habe, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist es nicht. Ja, also die sind schon so eher auf dem Weg, die einfach spüren, na, das ist alles, das ist nicht das Wirkliche. Ja. Und trotzdem sind wir jetzt an dem Punkt, wirklich zu merken, dass offensichtlich die Souveränität erst dann entstehen kann, wenn wir den Tod nicht nur als blödes Übel, als ja, Scheiße passiert halt, sondern als Fest, als Teil des Lebens akzeptieren können, wirklich akzeptieren können und sagen, okay, vollem Herzen, wenn ich stirbe, ist es total okay, weil das Teil des Lebens ist und was auch immer dann passiert. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach nur mal so eine Ahnung und kein Patentrezept. Und deswegen höre ich jetzt auf, jetzt dauert es eh schon eine Zeit lang und ich muss ein bisschen schauen, weil ich ein bisschen spät dran bin. Ich darf ja noch in die Arbeit fahren momentan. Und das Video hat jetzt doch relativ lange gedauert. Ja, in dem Sinne alles Liebe von meiner Seite. Wir sehen uns. Baba, ciao, tschüss und servus.